hinlegen. Was ja, denn? Du kannst schon mal deine Waffe reparieren, kicken, dass du nicht überladen wirst. Geht gleich los. Ja, die brauchst du. Hier haben wir nicht mehr. Was essen haben sie gegessen noch? Warte mal. Ich sag das gleich, ob es geht oder nicht. Ja, es geht. Und was läuft noch immer? Du hast gesehen, dass ich dich zurecht jetzt irgendwie. Ich spiele das Spiel seit 86, seit 86. Und hab keinen Plan mehr. Alter. Willkommen im Club. Spielt mit einem absoluten Anfänger, der wohl schon seit 6 Jahren Spiele spielt. Habe ich keine Atomraketenschlüsselkarten mehr? Du hast letztes Mal deine eine verbraten. Ach ja, eine habe ich gehabt. Hast du noch welche dabei, Linne? Du musst eine Atomraketenschlüsselkarten haben. Du brauchst mir bloß an den Händen schmeißen. Gehst auf Tab? Nee, drück mal auf Tab. Komm, dann sieh, komm. Ja, ich bin schon oben im... Und dann drückst du mal R. Bist du durchgehörst, oder? Im Dingsbumsraum. Hast du salutiert hier unten? Danke. Ich hab alles geschafft. Ich bin durchgekommen, ohne irgendeinen Blitz. Geil. Bitte eine neue Startkarte. Ein Blitz kann man sagen, oder? Einmal an der Arcade salutieren, so. So, wir sind in Alpha. Ja. 0... 6... 8... 1... 8 7 7 Savo. So, pass auf, Lenne. Jetzt kannst du hier mal auf meinen Rechner gucken. Strahlung mehr. Pass auf. Vielleicht haben sie abschließen. Die. Sonst haben wir die ja mal hier unten hingeschmissen für die Brandbestie, ne? Gilt immer noch. Aber jetzt gibt es ein neues Ziel. Und das ist hier ganz unten. Und zwar, das ist das neue Gebiet hier, was sie hier gemacht haben. Und da schmeißen wir das jetzt hier auf die Hawkbill Wetterstation. Und dann kommen da drei große Roboter raus. Und da brauche ich meine Ausrüstung. Jetzt kannst du nochmal gucken, wie die abgeht. Und dann wundert ihr euch, warum die Leute da so sauer auf euch sind, wenn ihr da mit Atombomben schmeißt. Ich hab keine Ausrüstung dabei. Ach so, doch, ich hab doch, oder? Ich bin total durcheinander hier. Nein, Kampf, die bist du gar nicht. Ein wenig verwehren. Warte, halt. Pass auf. Mann, komm. Baby. Das Problem bei dir, du musst mal hochklettern. Zum Haus anderer Seite. Kleidung, ich und anfassen nach oben schieben. Ich hab mir den Fallenhelm. Halt, noch wieder nach da. Und da gehst du, klickst mal rauf, das sind der Freunde. Da klickst du jetzt rauf. Und da springst du hin, genau. Klack. Fertig. Ich musste Alina eben erst noch mal, weil sie da ja noch nicht war. Also der Charakter war ja unten noch nicht. Und jetzt ist sie zu Erik gejoint. Ich hab nur den Tarnhelm. Erik, sie kennt dich ja deswegen, weißt du? Mhm. Kleidung. Ach, wo ist denn das jetzt, Mann? Die Muku-Maske. Ja, wie geil. Chemikalienanzug, ja, der nützt mir natürlich auch. So, pass auf, Linne. Du folgst mir jetzt. Nein, falsch! Erik, was. Wieso bin ich denn hier hingejoint? Wo war Erik denn vorher? Oh, Linne, folg mir nochmal. Erik, weißt du. Fragen? Ich war von Anfang an hier. Weißt du, wo er mich hingeschmissen, wo er mich hingeschmissen hat? Das stimmt. Zum irgendwie wie heißt dieses hier Stahl, wo du das einnehmen kannst, das Werk, wo die Supermutanten andauernd da sind. Da hat er mich auch das vorhin hingeschmissen, als ich auf Erik gejoint bin. Alter. Stahlwerk. So, jetzt sind wir richtig. Du springst mir hinterher. Einfach, wenn du so willst, einfach hier raufdrücken. Oh, Samuel. Mein Name. Na komm, Tomsi, komm. Klick. Und dann kommst du direkt drin. Und dann warte ich auf dich hier. Da ist sie schon. Springen wir zu. Nee, das ist die Ranzige. Die Ranzige ist da. Da muss jetzt auch noch hin. Genau. Die kleine Katze ist da.
Schaffen. Also ich warte auf dich, Lennart, weil Alina weiß noch nicht, wo es hingeht hier. Zu Rollihai hüpfen. Na ja, die haben ein bisschen Ladebildschirm. Was war das, Erik? Ein bisschen dauert es manchmal bei denen. Oh, da war ein bisschen das Event aufpoppt und dann einfach drauf klappen. Aber du siehst, das läuft doch fluffig. Auf den Tomzi, spring mal zu Thorsten. Ja, also, dein Charakter. Wird geil werden, oder? Also läuft auch nachher, das machen wir noch, das zeige ich dir. So, jetzt läufst du mir hinterher. So, genug mit Geherze hier. Los, kommt jetzt. Pass auf, da kommt die Rakete runter. Jetzt ein bisschen warten, es passiert nichts. Jetzt ist was kaputt gegangen. Es ist dunkel, jetzt müssen wir erstmal rein. Boah, Alter, warte. So, jetzt. Warte mal, ich muss das selber erstmal gucken. Ballistische Aktivität. Anlage in hoher Alarmbereitschaft. Folgt mir mal bitte. Einfach durchlaufen. Hier sind wirklich gefährliche Gegner. So, zack. Was kann ich denn als Event aufgepoppt werden und da kann der auch direkt kriegen? Ja. Und dann hier rein, hier oben. So, jetzt warten wir alle. Lunchboxen hast du ja gekriegt. Ich hab noch gar nicht gepennt. Verdammt, ey. Bau mal ein Zelt auf hier. So, guck mal, hier das ist nachher. Die Couch, da kannst du nicht auflegen. Die, genau, ja, das stimmt. Hier ist die Lounge. Hier wird es aber richtig hammer, die kennst du noch nicht. Ne? Also, du warst bei dem Earl mit, diesem großen Schreivogel. Dann warst du bei den Brandbestien mit. Und hier kommen jetzt drei Roboter. Das fetzt auch hier. Wo ist Popsi schon hier? Nee, wa? Ja, warte, ich komm. Hier springst du den Event hier. Zack, zack. Jo, ich bin unterwegs. Guck hier, jetzt müssen wir so lange warten. So lange kannst du dich jetzt vorbereiten, Stimpacks nehmen und was weiß ich alles, ne? Nein, das ist nicht verstrahlt. Wenn es nicht verstrahlt ist, ist gut. Ich sind wir nicht Kamera alle ein bisschen aus, verstrahlt? Meine, ich wollte mir nämlich gerade meine Bagger aus Rüstung holen. Ist der Tommy wieder dabei ist nochmal. Abschluss der Verteidigungskalibrierung in einer Minute. Da, Bravo, wo seid ihr jetzt? Ah, da. Rumgetreten. Da kommt die denkt sich auch, da haben die in einer Brücke oder was? Leere Farbdose. Wie geil. Genau, wir machen mal. Wir machen von sie ein Schwellenpulver. Ein Gebotskastellchen. Auf 3. 1. Ja, wohin? 2. Das war ja nicht ganz, aber ist cool. Wie du da sitzt. Total cool. Alter, ihr seid cool, echt. Naja, Geburtstagskind, Geburtstagskind. Geht los. Danke. Geht los. So, jetzt geht los, jetzt hier rein, wo alle hier rumlaufen, ja? Da einfach durch, zack, drin und dann siehst du das, was auf dich zukommt. Du hast ja vielleicht mit die, mit denen kämpfen wir jetzt. Oha, hast du gesagt. Roboter herrscht das auch. Das sieht mir schon so gefährlich aus, wa? Und einfach drauf feuern. Hier ist er. Sense! Sense! Daniel! Sensenwolf. Jetzt höre ich mich zum ersten Mal, dass ich hingehen spreche. Doch, Daniel! Da kommt, das sind die neuen Freunde. Ja, das sind die neuen Kumpels hier. Was sagst du? Die fetzen auch, ne? Die muss aufpassen, diese Blitze, die machen dir Schaden. Ne? Mal, bist du nicht mit deiner Power-Rüstung drin? Na gut, dann sei tapfer. Ach du liebe Zeit, Mann, dann nimmt der das an Karte. Ja, alles gut. Muss immer auf deinen Balken hier unten achten. Ne? Die machen ordentlich Schaden hier, die Blitze hier. Aber gut, den haben wir ja schön gepimpt damals. Ne? Vor allem hier geht's mit rechten Dingen zu. Sag mal, sind die jetzt alle drei hier oder was ist mit denen? Alle drei hier, jawoll! Alter Falter, ey! Ich muss mal auf Balken gucken von und auf meinen auch mal gucken. Immer schön draufhalten. Halt, sag mal!
muss mir Screenshots machen. Alter, Augenblick, muss man ein Foto machen, ganz kurz. Es geht los. Eingefroren ist er schon. Stimpack. A drücken, Stimpack. Oh, hat Power. Ist besser. Die sind ordentlich. I can't play tonight, but only for a bit because... yes, okay, 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 Nuke, it's okay. Okay, my friend. We wait for you, we wait for you. Oh, da habe ich aber auch nicht Schaden genommen eben. Mann, hat er mir eine gepflastert. Ja, ich bin schon kaputt gegangen. Der hat mir ordentlich eine getrommelt, so. Eieieiei, geh weg hier, hau ab! Was ist denn jetzt noch hier? Dicke Flitzkarten oder was? Oh. Alter, ich mach hier sogar. Erik, alles gut bei dir, Erik? Tomsi! Nein! Tommy! Nein! Ich bin am A, B, C und so weiter. Ich hab hier auch gerade Hau gekriegt. Kuba krieg ich hier. Ich hab eine auf den Arsch bekommen. Boah, sag mal, was ist denn. Warte, Erik, Erik! Und konnte Erik nicht wiederholen. Oh. Alter Falter, die. Die sind alle böse, Mama mia, Mann. Oh, warte mal, nochmal. Ja, er ist, was trampelt er denn hier auf meinem Gemüt rum? Ey, das macht ja richtig Spaß. Das macht richtig Laune. Warte, was ist da los? Oh nein! Oh Erik! Oh, Tom C. konnte ich zurückholen mit einem gezielten Stich in seinen Nackenmuskel. Erik war schon zu spät. Ja, da ist Erik wieder. Erik ist wie eine Katze. Mit 9 Leben geht er wieder an den Start. Das ist fies, ne? Das sag ich dir. Ja. Komm mal weg hier, du. Hast du einen Matschkopf? Naja, könnte passieren. Das Schwede. Die sind ja richtig. Nein! Ey, und so muss das ja sein. Das macht Laune! Alter, ich bin brutal. Tommy, was sagst du dazu zu dem Event? Ein Nordseefisch. Tommy, ist das ein Event, ja, ne? Ja. Ja. Und du, wie findest du das? Ja, ne, sehr cool. Sehr cool. Stone Goliath Morta und der andere heißt Mona, Nona heißt er. Und wie heißt du? Du warst nämlich Dezima von Dezimieren. Du hast ihm aber richtig sauer gemacht, ne? Jetzt hat aber auch Hauer gekriegt. Tom C, du hast schon wieder eine geballert gekriegt. Oh Mann, oh. Ich wollte gerade was essen. Du kannst hier nicht essen. Aus, du kannst doch hier nicht essen, Tom C. Nicht? Das glaube ich nicht, Gäse. Könnt schon, aber... Aber du siehst ja, was los ist. Ob das so gesund ist, weiß man nicht. Der mag dich. Der eine... Sturm... Hier, Morta, Renona mag mich nicht. Nee, die sind irgendwie alle. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen hochgestellt hier und weil die immer auf meinen Kopf rumgeknappelt sind. Ey, ich kann hier schon wegrennen und der kommt immer hinter mir her. Ja, der hasst dich. Oh, Hilfe! Wenzel! Wenzel! Sehr gut! Das war knapp. Beiß dich in deine Achillessehne fest!
Das war richtig knapp eben. Oh, hat der mir eben wieder eine verpackt. Junge, Junge, Junge. Ofenkäse, genau, Basti. Ofenkäse schwert. Na, der Basti im. Ja, wie gesagt, Freunde, morgen wird eventuell der Stream ausfallen. Ich weiß es aber noch nicht ganz genau. Morgen ist ein ganz besonderer Tag. Morgen gibt es ein Level-Up, aber ich überlege mir das noch. Wir sind aber erstmal unterwegs. Also meine Fem und ich. Ich bin... Oh, Quincy ist down. What? Warte, ich habe Adrenalin-Packs dabei, Rolli. Danke, Kirsche. Ich kann dir ja nichts passieren. So, so, jetzt dreht sie mal, haben wir gleich. Wir werden später reinkommen. Ich werde bestimmt dann spät abends, also wohl des Nächtens reinkommen. Das wird die Woche öfter passieren. Meine Familie und ich, wir haben ja Urlaub. Das heißt also, die Streams sind dann unregelmäßiger. Sag mal, was geht mein Leben weiter hier mit mal runter hier? Buchstabier also, das mal, Urlaub. Also die, mein ich. Ich werde dann zwei Wochen dann in diesem Urlaub etwas unregelmäßiger streamen. Also nicht wundern, Videos gibt es jeden Tag. Ich kündige das immer an, darum sage ich eventuell morgen Abend kein Stream. Schon Bescheid, das schreibe ich aber noch in die auf meinen Community-Chat drauf, Freunde. Oh, der feuert aber auch nicht so. Einen haben wir den. Also wir brauchen bestimmt auch die Zeit, um die... Ja. Also das könnte nachher zum Ende sogar knapp. Ja, aber dann hat es echt mal Spaß gemacht, Kirsche, ne? Ja, ja. Das muss immer schön drauf ballern. Immer drauf braten. Alter, das ist gut auf. Immer Stimpacks zwischendurch nehmen. Was sehr gut in der Power-Rüstung zu tun ist. Das kannst du nämlich so nicht nehmen. Das heißt, da ist schon wieder einer draufgegangen. Harry, konnte ich hinten eine reinhauen. Harry, warte, noch einen. Harry ist schon wieder draufgekommen. Warte, oh, jetzt gleich zwei. Schwester Kirsche und der Präsident sind vor Ort und konnten den Harry, die Ranzige, wieder zurückholen. Wir haben ihn gerettet. Du bist jetzt mit Harry drin. Die Krankenschwester gerettet, oder? Ja. Nee, du bist echt. Das wird echt knapp werden, Kirsche. Aber wir müssen uns anstrengen. Ja, die werden ja auch stärker, glaube ich, ne? Mhm. Werden sie, wir haben sie. Ich glaube, ich werde mal meinen Flammenwerfer zum Einsatz bringen. Hilfe! Ich bin schon wieder fast hauen gewesen. Mann. Lade nach! Jetzt kriegt er gut nach. Ja, ich habe bloß keine Flammenwerfer-Munition mehr. Leg jetzt nochmal nach. Okay, möchtest du welche haben, Thorsten? Möchtest du Brennstoff haben? Ich glaube nicht, Kirsche. Aber so kriegen wir sie halt runter, ne? Du hast ja auch. Aber danke dir. Mensch, du hast ja auch noch. Na los, komm, Flammenwerfer bringt Punkte. Die letzte Ladung rein und dann ist mein Magazin leer. Nona haben wir doch gerade. Ich bringe seine Nona bringe ich die Kniescheibe zum Glühen hier gerade. So, das waren. Jetzt ist mein Flammenwerfer leer. Ende. Nee, Kirsche, ich muss mir selber irgendwie nachher welchen rausholen aus der Kiste. Ein paar müsste ich noch haben. Aber ich danke dir. Feuer drauf, 13 Minuten haben wir noch, Leute. 13 ganze Minuten. In der Zeit müssen wir unterziehen.
Das müssen wir schaffen. Nona haben wir gleich. Bitte? Nona haben wir gleich. Warte, 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 wo bist du? Alina, da hinten ist sie. Alina, warte, warte, Alina da. Ich hab. So, Kirsch hat dich gerettet. Jetzt geht bei mir das Leben runter. So, los, jetzt fällt er gleich um. Gibt's eine coole Belohnung? So, Nona ist. Meine Waffe ist kaputt. Nein! Oh, Scheiße! Nein. So, ihr Lieben, es war ganz ungünstig, aber Telefon. Ja, natürlich! Das geht nicht, ist okay. Bis daher, Kirsche. Ja, bis gleich. Bis gleich, Kirsche, genau. Warte, Tomsi, nein! Mann am Boden! Ich bin wieder am Boden. Tommy, wie gesagt, die machen Schaden hier, wie verrückt. Die sind brutal, ja. So, wir haben noch 11 Minuten, Leute. 11 ganze Minuten, dann müssen wir das schaffen. Apropos, wo Roddy das gerade sagt, Waffe. Ich müsste meine Waffe auch mal ein bisschen reparieren, schnell. Ja, ich muss eine andere Waffe nehmen. Ich krieg's hier nicht repariert, keine Chance. Na, ich habe so ein Reparatur-Schnulli-Kit hier noch. Ja, ich auch, aber der leckt so, ich krieg hier nicht repariert. Ach so, oh. Weil hier geht's ja, ne? Jetzt haben wir noch 11 Minuten. Das ist Zeit, dass wir. Dann kriegen wir keine gute Belohnung hier. Weil hier gibt's echt gute Belohnung. Ich meine, die Dinger sind knackig, mein lieber Mando. Ja. Ja, aber nicht umsonst schreiben sie die Minutenzahl ja auch aus, ne? Ja. Weil die nicht in 3 Sekunden umfallen. Eben. Jetzt machen wir ihn fertig. Alter, 10 Minuten noch! Alter, 9 Minuten noch. Runde mal ab, lieber Rolli. Alles Feuer da, die letzten Runden drauf. Mach ihn kirre! Immer noch 9 Minuten. Der ist aber fertig. Der ist auch zäh. 8 Minuten. Die Welt ist voll, sagt Luke. Das glaube ich. Yes.
We are 8 members on the server. New. We are 8 members on the server. 8 players. Haben wir schön Psycho-Buff genommen, dann auch mehr Schaden, 25%. Alter, sollte ich mal ganz ehrlich was sagen? Meine rechte Hand ist schon ganz knarrig. Ja. Jetzt haben wir ihn gleich. Dann nehmen wir andere. Umwandeln. Jetzt gibt es gleich Belohnung. Mal gucken, was bei dir geht. Hier liest du. Warte mal, hier steht es. Gegenstandsbelohnung. Alter, mein lieber Mann, ey, ehrlich. Der muss jetzt mal raufgucken. Das ist ja knackig. Ohne du hast Level abgekriegt. Congratulations. Und du musst mal bei dir rauf. Machst R, drückst R. Einfach R drücken jetzt da ran und kriegst R. Drück mal R und nochmal R. Und jetzt. Okay. Jetzt hast du alles genommen. Jetzt geh mal ins, mit Tab rein ins Menü, guck mal auf deinen Bauplan rein, ob du was gekriegt hast. Neues. Ja, war echt klar. Kleidung, Trinken, Hilfsmittel, Notizen. Ja. Spul mal nach oben. Da, Bauplan. Storm Goliath-Figur, die kannst du dir hinstellen. Und nun. Alter, die kriegst du nachher mit deinem neuen Charakter auch wieder, ne? Das den beamen wir auch wieder hoch. Linne. So, das war cool, Leute. Tommy, was sagst du dazu? Das war wirklich sehr cool. Mein lieber Mann. Anstrengend, ne? Voll krass. Das ist eigentlich die Sache, wenn man normale Waffen hat. Ganz genau. Richtig. Wo alles vernünftig funktioniert und klappt und sauber ist. Jetzt kannst du Escape machen und kannst du zu deinem Camp oder zu meinem Camp joinen, wenn du magst. Das ist ja hier. Voll krass. Rausbeamen wieder so. Wow. Vielleicht hat ja Toms hier auch schon eine neue Waffe gekriegt. Dann gehst du entweder zu deinem Camp oder zu meinem Camp. Eine neue Waffe. Eine Stormgoliath-Figur kannst du dir jetzt hinsetzen. Du musst den Bauplan erst lesen. Nachher, ne? Wenn du drin bist, ne? Anklicken. Ne? Bekommen und dann kannst du die Stormgoliath-Figur hinsetzen. Eine Krognack-Axt. Ja, ich fand's cool. Also mir hat's Spaß gemacht. Oh, natürlich macht es Spaß. Alter Falter, ey. Nicht schlecht, mein lieber Mann, ja. Was haben Sie jetzt für das Titelsyndrom? Hä? Titelsyndrom hast du. Ja, genau. In the game, in the game. Du siehst game. Das selber nicht. Nee, das ich wollte gerade sagen, genau. Oh, den rasenden Security-Schlagstock. Donnerwetter. Oha. Mein lieber Mann. Wow. Hast du den Bauplan schon gelesen? Ja. Das Lagerkiste ist voll, da musst du was rausschmeißen und dann. Ne, die Fluchse kannst, da kannst du nichts mehr. Da muss irgendwas aus der Lagerkiste. Also gehst an deine Lagerbox da. Wo hast du die? So. Genau, und da holst du jetzt irgendwas Schweres raus bei Schrott. Geh mal bei Schrott drauf. Und jetzt schmeißt du da, spulst du ein bisschen hoch. Und jetzt schmeißt du da, warte mal, das nicht, Atomscooter, geh mal da runter. Atomscooter, nee, weiter. Was schwer ist, nee, den Schrott schmeißt du nicht raus. Von irgendwas, wo du dich von trennen kannst hier. Wo ist denn? Schießpulver kannst du rausschmeißen, das kriegst du von mir. Schmeißt du raus. Das nimm ich dir ab, schmeiß raus. Nimm rüber. Ah, nee. So, jetzt, wie viel Platz hast du? 190, jetzt kannst du einen Teddybär ersetzen. Ja, die Kiste habe ich doch vollgenommen. Ich habe den als Lagercharakter genommen. Entschuldige. Ja, den habe ich. Sie spielt ja mit meinem zweiten. Oh, oh. Das darf Alina nicht wissen, ne? Dann hat Opa die Kiste vollgemüllt. Hat Opa die Kiste vollgenommen. Das darf keiner wissen, verdammt. Nee. Lini, ist alles okay. Du. So, Brennstoff. Ich habe nämlich noch. Oh ja.
Hier, da ist Rolli. So, die, sag mal schnell, die Fluchse gibst du mir. Oh. Oder bist du denn da? Yeah. Ach, du hast ja auch noch einen Bunker, du hast ja auch noch einen Bunker. Das machen wir nachher auch. Das kaufe ich dir dann auch. Weil du ja einen neuen Charakter machst mit deinem neuen, oh, ist denn neuen hin? Team-Account, damit du richtig vom Zoll. Ich guck mal, ob ich mein Zelt hier hinstellen kann. Na, mach mal. So, und ich mache auch noch die anderen Sachen. Ja, was geht hier noch nicht? Also, erst einen kleinen Schritt raus machen wir wahrscheinlich. Stellt er hier noch nicht hin. Läuft es immer dann, wenn du Lust hast. Wir müssen hier erst aus dieser Instanz raus. Aeronox, komm rein, mein Freund. Was habe ich dich angeschrien, Harry? Au, das war laut. Entschuldigung. Harry, der weiß immer, wie das ist. Aeronox, ich grüße dich. Komm einfach rein. Komm rein. Schön, dass du da bist, Aeronox. Übrigens, Aeronox, war das wirklich dein LKW, der bei Rolli hier auf der Terrasse rumoxidiert ist? Das war echt lustig, ne? Mit dem LKW auf deiner Terrasse, ne? So, der war breit. Ja. Das war wirklich. Da jetzt. Mann, stell doch mal. Ding hier auf irgendwo. La 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 la. Der stellt das. Guck mal, wie findest du mein neues Wohnzimmer? Da könnt ihr bei mir auch mal gucken. Freund? Aeronox, grüß dich, mein Freund, Hellöchen. Du sag mal, war das wirklich dein LKW, der da. Ehrlich? Das ist der Hammer. Das Lustige ist, ich habe ihn gebaut, ja? Bin rückwärts gefahren, auf einmal, plupp, ich war in meiner Garage gestanden und LKW war weg. Ich wusste nicht, wo er war. Ja, wir haben es nachher gewusst. Natürlich, er war weg. Rückrufen ging nicht. Ich habe wirklich getestet. Ja, hast du mal deine Garage an eine andere Stelle gestellt? Habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch YouTube-Videos angeschaut, habe es umgestellt, habe abgerissen, wieder neu gebaut. Ja, so. Ja, und das nächste nicht. Mal lasse ich ihn abschleppen und dann zahlst du die Abschleppung. Das war so genial. Ja, apropos Abschleppkosten, ich muss noch Geld verdienen. Vor allen Dingen, Aeronox, was haben wir gerätselt? Ich sag das. Und dann bin ich so bei Rolli ums Camp und dann in Nerum. Ich denke, Aeronox hat hier so eine große Garage. Das passt, weil, ich muss dazu sagen, ich bin auch nur drauf gekommen, weil Harrys Pickup ist nämlich versunken im Erdboden und meinen habe ich einmal quer durch mein gesamtes Gebäude schießen sehen, mein Pickup. Der ist da richtig überall durchgeflogen. Wie so ein Flummi. Und dann wusste ich, alles klar, das konnte nur da sein. Ja, der hat immer so schräg auf meiner Terrasse gehangen. Es war einfach der Hammer. Was ist denn mit den Wölfen hier los? Die sind böse. Die suchen Rotkäppchen. Knabbern auch mein Haus an. Die knabbern dein Haus an? Ja, die sind neuerdings auch auf unserem Grundstück. Da habe ich auch kein Verständnis für. Ne, Rolli? Jetzt werde ich auch bald mal ein Geschütz hinstellen. Ich habe jetzt drei Geschütze gerade hingestellt. Machen die das? Gehen die auf die Wölfe los? Ja. Oder werde ich da auch mal was hinbauen? Die Wölfe gehen wir da nämlich auch auf den Zünder. Aber nichts natürlich. Aber nur im Spiel. Nur im Spiel. Liebe Zuschauer, nur im Spiel. Genau. In Natur wollen wir die Wölfe natürlich gerne in unseren Wohngebieten haben. Ich glaube, wenn die Gegend hier zuknabbern, dann ist alles gut. Könnten wir da bleiben. Aber die beißen dann das Fundament weg. Das ist kein Problem, lass uns den Papierfigur rumlösen. Papierfigur, die repariert das wieder. Achso, ja, die habe ich noch. Ja. Papierfiguren habe ich erst, glaube ich, 25, das ist knapp. Die repariert das, wenn sie die drum lässt. Bei deinem Brachschloss da hinten, da brauchst du ein paar mehr. So, ja, komm, deine Pagode da, ne? Ich wollte auch gerade sagen, du sei mal schön ruhig, mein Freund. Du hast ja wohl auch ein Schloss. Also dein Schloss habe ich in Augenschein genommen. Also, hallo. Das ist doch auch nicht viel kleiner, auf keinen Fall. Du musst ja noch anbauen. Vor allen Dingen, Moment, Aeronox, wo du gerade da bist, mein Freund. Wo du gerade da bist, wo hast du die Mitsuko her? Wen? Die Mitsuko, die da bei dir auf dem Klavier steht. Und wo ist die her? Alter, die wollte ich schon entführen, aber nein, ich darf nicht.
keine Berechtigung auf meine Fenster. Die hat er für echt Geld gekauft. Nein. Aha. Nein, die gibt's im Raid. Das muss uns aber nochmal später klar machen. Ja, die will ich auch haben. Und Rolli bestimmt auch. Ich muss noch den Riesenheimer auf die Nase hauen sogar noch. Ach, das müssen wir auch noch machen. Ja, das müssen wir auch noch. Also, da unterstützt uns bei, ja? Dass wir die auch. Ja, ja, klar. Das ist schon ein Wort, Junge. Hätte ich den Boss von ihr, war ja der 2-Minuten-Boss. Also hätte ich mir mehr erwartet. Na gut, das ist sehr gut. Das beruhigt mich. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir furchtbar verprügelt wurden. Furchtbar. Bei Baumschrat. Alter Falter, haben wir ja ruhig richtig. Er verschweigt aber, dass er 10-mal in 10 Minuten 12-mal gestorben ist. Das ja. Das schaffe ich nur auf Pro, dass ich mal sterbe. Alter, meine Güte. Die haben uns aber verprügelt. Das sind die Mobs Level 60 plus. Das in die Kisten rein. Habe ich hier überhaupt noch Platz in meine Kiste? Wieso habe ich hier noch? Ah, ich habe noch. Ich gebe dir jetzt noch. So, Tomaten wollte ich haben. Paar Baudinger. Ach, ich weiß, warum ich so fett und voll bin, weil ich hier so viele Brennstoff wieder dabei habe. Da kann ich doch die Hälfte fast von weglegen. Und schon bin ich wieder leichter. So, pass auf, ich komme mal zum. Leichter. Ich komme mal zum. Ich habe noch ein paar Baupläne. Konntest du in dein Haus diese Figur setzen? Hast du den Bauplan schon gelernt? Hat jemand. Und kannst du die Figur setzen? Die Goliath-Figur? Zeig mal. Die gucken uns beide an. Wir gehen gleich bei dir. Ich bring dir bloß. Was hast du, Tommy? Hat jemand noch Plasma-Kerne Ultrazit? Nee. Sowas verbrate ich nicht. Alles, was Ultrazit ist, da muss ich passen. Da muss ich passen. Ja, 2000 Stück habe ich weggeschmissen. Nein! Ich habe letztens auch welche weggeschmissen. Nein! Das ist alles altes. Ja, die kannst du ja nicht in die Munitionskiste packen, die Plasma-Kerne. Nee, das gibt einfach so unnötig Gewichtsplatz. Ja, die kannst du ja nicht in die Munikiste packen, das ist das ja. Nein. Du bist da oben, ich komme zu dir. Ich brauche das. Hat einer mal mit G, ne? Rolli, war das G-Moped, ne? Ja. Genau. Hier, ich habe keine. Wo ist denn Tom T. Walk schon wieder? Nee, ich komm gleich, ich bin hier noch. Deine Sachen, die du da jetzt am Mann hast. Sag mal, wie schwer bist du? Drück mal Tab. Ja, gut. Du kannst das nicht mehr in die Kiste, die kannst du mir mitgeben. Ich bin bei der Brandbeste oder beim Bahnhof. Was willst du denn? Buchschnitt. Missionszelle. Rüstungsgirl, nee, hab ich nicht. Ach Mann, ich hab alles auf meinem anderen Account. Ja, warte doch mal. Was ein Scheiß, echt. Ich hab gar nichts mehr. Ach Tommy, das kannst du später. Alles gut, Tommy. Guck mal, wenn du jetzt ab und an doch mal wieder dich zurückerinnerst an die Fallout Legends und wieder mitmachst, dann ist doch alles kein Problem, Tommy. Na warte, Quincy. Na warte, Quincy. Wenn ich dich in die Finger kriege, genau. Ich werde knuddeln. Ja, Dito. Ja, Alter. Danke. Du vergisst nur eins,